Hey Leute, willkommen zurück mit Tropico. Und so langsam habe ich es, glaube ich, mit den Häusern raus. Auch wenn es mich ein bisschen nervt. Aber gut, wenn sie so meinen, dass ich unbedingt hier Häuser. Dort, wo Wohnungen sind oder wo die Dinger liegen, wird es wahrscheinlich am meisten Häuser benötigt werden. Da kann ich mal sagen, hier so ein Landhaus. Ich verschwende das hier und hier so ein Landhaus. Da bin ich mal gespannt, ob die wirklich einziehen, ob das oder ob das dann doch zu weit ist. Für die Arbeiter hier. Ja. Armee senden. Super. Und hier haben wir was? In allen Medien der Welt. Eine Recyclingfabrik. Ja, okay. Die verbraucht aber, glaube ich, Strom. War die nicht hier irgendwo? Nee. Jetzt muss ich wieder schauen hier, wo Recyclingfabrik. Rum. Highschool, Botschaft, Militär. Das ist alles nur. Das muss doch irgendwo hier sein. Atom. Industrie. Industrie, Luxusgüter. Das war ja kein Sinn. Recyclinganlage. Ja, kostet ja nur ein Heidengeld, wenn nicht. Also hier würde es am meisten bringen. Dann würde ich das hier einfach hinbringen. Anbringen. Ja, wie gesagt, wir sollen nicht so viel protestieren. Dann bin ich mal echt gespannt, wenn die Häuser gebaut sind, kann ich auch noch abreißen, ob da ein paar Leute einziehen, weil es dann einfach so nah ist. Und hier, 4 von 4, 4 von 4, 4 von 4. Bringt mal Geld ein, jetzt so langsam. Profit 3, 0. Haben wir noch so eine komische Verfassung? Die Leute besser verordnen, meine ich? Nee, ich glaube, wir haben keine Stadtentwicklung, nee. Die Hypothekenzuschuss, nein. Das ist extrem teuer. Das ritt uns auch nur rein. Das Religionsgebäude, ist das nun fertig? Das meine ich nicht. Ich meine das hier. Auch schon wieder ein 100 von 100. So, wir gucken mal kurz. Zufriedenheit, Religion, Wohnraum, Gesundheitsvorsorge. Ach. Religion, Unterhaltung. Präsidente, dank lückenhafter Patentregel. Ja, Strandhotel freigeschaltet. Kann das jetzt endlich arbeiten? Produziert Schmuck. Es wurde noch kein bisschen Schmuck hier rein transportiert. Wie viel Gold liegt denn hier? 370. 1223. Ey, Leute. Was transportiert denn größtenteils? 3021.000. Ziegenfabrik. Ja, Armeen senden. Sollen sich nicht so anstellen. Okay. Da haben wir schon die Armee entsendet. Ja. Da kümmern sich ein bisschen drum. Oh. Minus 4. Okay. Jetzt haben wir endlich mal ein bisschen Schmuck produziert. Toll. Gratulation. Ah. 159 produzieren wir pro Monat, das ist aber nicht wirklich viel, Leute. So, und jetzt will ich schauen, wurde das gebaut? 3 von 4. 3 von 4. Hier gibt es sogar welche, die einziehen. Ich weiß es nicht. Warum reizen hier? Warum leben hier Familien immer noch? Das verstehe ich nicht. 10 von 10, 10 von 10. Wohlstand gut situiert. Würde ich fast noch mal ein Apartment-Hotel bauen da. Und da will ich mal schauen. Die Obdachlose. Kapazität 10, Kapazität 12. Nee.
Wir gucken die Obdachlosen, die Menschen, ungebildete 103 Grundschüler. Aber davon, die sind nicht wirklich mal arm. Die reich, arm, na gut, arm sind ein paar dabei, aber das sind nicht viele. So, das ist für... Bietet den Bewohnern Nahrung. Landhaus? Ach, deswegen die Nahrungsversorgung so gering. Aber das ist für... genau. Dann würde ich hier noch mal zwei Wohnungen bauen. Oder drei oder noch mehr. So. Und dann würde ich gerne hier nochmal die Hotels bauen. Wenn es geht. Weil die mir Geld reinbringen. Billighotel. Zu teuer. Brauchen wir noch ein bisschen Geld. Und dann bräuchten wir langsam nochmal überlegen, eine Klinik zu bauen oder sowas. Wo wir hier genug Kliniken haben. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste. Nein, ist unnötig. Gott, die bisschen Zufriedenheit. Kamerad Präsidente, beim Marschieren im glorreichen Marsch der Revolution. Annehmen, bauen zwei Bungalows, ist ja nicht so schlimm. Ja, für Pauschaltouristen bauen wir hier ein bisschen Bungalows. Effizient 143, 150 und noch eins. Ach, das ist schon zu teuer. So, Recyclingfabrik haben wir doch fertig, oder nicht? Da läuft sie doch. Präsidente. So, okay. 17 Bürger wieder in Tropico. Mein Gott, ey, die Bürgeranzahl, die steigt und steigt. Ich brauche noch ein bisschen Geld für den zweiten Bungalow. Kamerad Präsidente. Und dann kriegen wir die Umweltschützer wenigstens ein bisschen Beruf wieder. Ja, ich weiß, ich habe die Wahlen ignoriert, das ist mir aber sowas von Banane. Ich habe keinen Bock, dann immer ewig die Missionen zu spielen, nur deswegen. 054, 054. 454. Dann will ich mal gucken, ob ich hier nochmal das hinbekomme. Ach, ich habe kein Geld mehr. So, ich habe eine Mission. Nun, da es die UdSSR nicht mehr gibt, fangen wir wieder mit Russland an. Schließen. Ja, ich weiß. Die können wir da hinten noch bauen, die Häuser. Ich brauche aber Geld. Und wann kommt endlich mein 21.000? Okay. Gibt uns Geld für ein Bungalow und ein bisschen die Häuser. Sollte klappen. Das sind Verbrecher hier, das ist auch ein bisschen blöd. So, okay. Bungalow. Brauchen wir 150 hier. Okay, und dann würde ich gerne, weil es anscheinend ausreicht, ein Landhaus hier hinbauen und nochmal hier. So. Die Transportbüros können wir ein bisschen mehr hier arrangierter arbeiten. Hier sind auch nochmal welche, ey. Ich glaube, es sind schon weniger Obdachlose geworden. Ja, Obdachlose ist schon extrem wenig geworden. So, 24.000 wurde abtransportiert. Hier ist nochmal ein bisschen Geld drin. Nochmal 1.500. Ja, Warenexporte. Achso, wir müssen noch... Preisen. So. Bekommen wir wenigstens ordentlich Geld. Das sollten wir langsam mal. Okay. Sieht's hier aus? 10 von 10, 10 von 10. Ja, ein bisschen Profit-Malus, aber... Pff.
Was jetzt? Besser als wenn sie leer stehen, würde ich mal behaupten. Da stehen sie ja voll. Hier haben wir schon wieder 7000 drin, 2000. Okay, Bungalow ist fertig. Touristenfamilie 0 von 2. Ich sag's immer noch, wir brauchen noch mehr Touristen. Gut, wenn die ganzen Leute hier nicht mehr da runterfahren müssen zur Wohnung, ist auch gut. 1 von 4. Und die werden hier langsam leer dafür. Erzähl mir eine Geschichte. Komm, spielen wir was. Nein, ich will nicht mit dir spielen. Weil hier oben die ganze Arbeit ist. Also okay, das ist wirklich interessant. Hätte nicht gedacht, dass es so krass ist mit der Arbeit. Hier bekommen wir noch ein paar Touristen rein. Denn wenn man hier sieht, Profit 14.000 bis heute. So ordentlich. Okay, Pharmaindustrie ist noch krasser. Könnten die auch ein bisschen mehr bezahlen, damit die mehr Leute in der Pharmaindustrie arbeiten. Müssen aber aufpassen, dass wir nicht denen zu viel bezahlen. Sonst hauen die Leute aus den Kraftwerken ab. Weil wir brauchen gebildete Leute. Wir brauchen Highschool-Abschlüsse. Und wir haben kein Geld mehr. Na gut, Öl brauchen wir nicht so unbedingt. Wir haben auch noch ein bisschen Öl. Ja, Plantage Baumwolle. Wie kann ich da unseren Streik kaufen? Das ist für uns immer zu teuer, wenn wir Streik kaufen. Vor allem, wo ich jetzt schon wieder so wenig Geld habe. Da liegt noch 21.000 an. Und wie viele Monate? 0 von 6. Und wo ist das Schiff? Das ist es auf keinen Fall. Ich weiß es nicht. Vor allem, was ist das für ein Schiff hier? Jetzt fahren die schon durcheinander und dann trotzdem sowas. Ach, das regt mich ein bisschen auf. Das wollen wir nicht. Und neue Bungalows ist auch noch nicht fertig. Nicht mal angefangen zu bauen. Ich grüße Sie. Ein paar Rebellen. So, die werden überfahren. Kollisionsabfrage for the win. So, ich guck nochmal, warum haben die gerade so Probleme? Religion. Immer noch Religion? Echt? Und Gesundheitsvorsorge. Pff. Aber jetzt haben wir ein bisschen Geld bekommen in die Staatskasse. Jetzt wird's gebaut, ist schon fast fertig. So. Ich find's herrlich echt, dass hier die Leute einziehen. 4 von 4, 4 von 4. Profit minus 2? Warum minus 2? Hä? Verstehe ich auch nicht. Warum ist Profit minus 2? Da sind 4 von 4 Leute drin, aber Profit ist minus 2. Macht Sinn. 2 von 4, 3 von 4. Wenn man bedenkt, dass da vorher 0 von 4 war und das alles. So, 17 neue Bürger im Tropico. Noch mehr Obdachlose. Grandios. Wir dürfen auch nicht zu weit weg von den ganzen Dingern. Seht ihr, wenigstens hier wieder einer bei Öl? Natürlich nicht. Wir haben keinen Highschool-Typen. 19.000, 31.000 und keine... Doch, da kommen ein paar Schiffe. Unzufriedenheit geht das auf 39 runter. Religion 19. Was ist denn los mit der Religion? Haben wir so wenig Leute in der Religion abdecken? So, alles. Ne, der hier fehlt schon wieder einer. Uns fehlt Highschool-Abschlüsse. Brauch ein paar Leute im Highschool-Bereich. Wir haben noch mehr Religionsgebäude und ich. Hier. Ach, da, hier oben noch. Da fehlt auch noch einer. Ja, er arbeitet an der Bibliothek streiten. Wie es heißt. Bauen Sie ein Forschungslabor, genau, da können wir das beides abdecken. Dann würde ich das gerne
Gastarbeiter einladen, das kostet nur 500. Und genauso diese Religionsgebäude. Alles cool. So, hier auch nochmal zwei. Und ein Forschungslabor bitte. Wobei ich mir denke, dass da überhaupt keiner drin arbeiten kann, groß. Warum ist es aus? Ich sehe gar nicht, wie spät, wie lange wir schon aufnehmen. Ach, verdammt. Gut, Forschungslabor. Ist ja nur 110 Strom. Wie auch immer. Wenn man so viel Strom erzeugen soll. Okay, das müsste noch in dem Stromreichweite sein. Also wir brauchen auf jeden Fall gebildete Leute, wir brauchen so viel Zeug. Wir haben 39 Unzufriedenheit. Wieso jetzt schon wieder so krass? Religion immer noch, Gesundheit. Wohnraum ist schon besser. Gesundheit. Ah, wir brauchen mehr Leute mit Universitätsabschluss. Echt ein Problem. Wir brauchen echt viel mehr Universitätsleute. So. Ah, die sind teuer. Vor allem, es kommen meistens echt bloß Arbeiter. So, ein bisschen Armee entsenden wieder. Ein bisschen Unzufriedenheit drücken damit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.